Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Patrick Lärm und heute geht es mal um das Strafrecht und zwar um den allgemeinen Teil. Ich habe mir mal die Frage vorgenommen, wie grenze ich also die Regelbeispiele von der Qualifikation bzw. von der Privilegierung ab? Und Sie werden nach dem Video auf jeden Fall die Gemeinsamkeiten kennen und natürlich auch die Unterschiede und, was ganz wichtig ist für die Klausuren, auch wo ist der oder wie muss ich das prüfen? Wo gibt es Unterschiede im Prüfungsaufbau? Das alles schauen wir uns an. Also auf geht's. Die Gemeinsamkeit will ich mal an einem Beispiel erklären. Und zwar habe ich mir mal den Diebstahl rausgesucht. T begeht am heutigen Tag einen Diebstahl nach 242 Absatz 1, indem er die Geldbörse eines älteren Mannes entwendet und dieser ältere Mann ist zuvor aufgrund der Temperaturen auf dem Bahnsteig zusammengebrochen. T wird durch Polizeikräfte gestellt und bei der Durchsuchung zur Eigensicherung wird bei ihm eine geladene Schusswaffe, eine Pistole aufgefunden und das hat natürlich alles jetzt weitere Dimensionen. Also die Frage ist, ist hier nur ein Grundtatbestand des Diebstahls gegeben oder liegt hier noch ein bisschen mehr vor? Ganz rechts sehen Sie jetzt Grundtatbestand des Diebstahls. Man nennt es auch Grunddelikt manchmal. Auf jeden Fall das Delikt, was sozusagen am Anfang dieser Diebstahlserie steht, also 242 fortfolgend. Das finden Sie aber auch bei den Körperverletzungen, auch da finden Sie den Grundtatbestand von 223 und das ist damit gemeint. Dann habe ich mal den besonders schweren Fall des Diebstahls abgekürzt mit BSD. Also hier wird die Hilflosigkeit vom älteren Mann ausgenutzt. Hier könnte ein besonders schwerer Fall des Diebstahls vorliegen, das müsste man prüfen. 243 Absatz 1 Nummer 6 StGB und vielleicht auch ein Diebstahl mit Waffen durch Beisichführen einer Waffe. Auch das müsste angeprüft werden, weil er ja die Pistole auch beim Diebstahl schon dabei hatte, so wie der Sachverhalt sich darstellt. Und da müsste man sicherlich mal prüfen. 244 Absatz 1 Nummer 1a Variante 1 StGB. Ja, also diese beiden, sagen wir mal, Delikte müssten dann noch weiter geprüft werden. Das eine ist jetzt dieser besonders schwere Fall und das andere, ja, könnte eben diese Qualifikation sein. Und bevor man sich jetzt mit den Unterschieden befasst, erstmal die Gemeinsamkeit zwischen beiden. Links sehen Sie jetzt hier die Qualifikation und rechts die Strafzumessung. Der Grundtatbestand, das Grunddelikt ist verwirklicht und das ist ja die Gemeinsamkeit. Das heißt, man muss erstmal den 242 bejahen und dann prüft man weiter. Wie man das dann im Detail macht, das schauen wir uns natürlich an, was das Schema anbetrifft. Aber das ist sozusagen das, was ich erstmal haben muss, sozusagen die Basis. Und da muss man immer schauen, wie der Sachverhalt gestrickt ist, was für Bearbeitervermerke mit drin sind. Aber man geht mal davon aus, dass wenn kein besonderer Vermerk drin ist, dass man natürlich das Grunddelikt auch prüfen muss. Ja, schauen wir uns mal die Strafzumessung erstmal an, inklusive von Beispielen. Strafzumessung, besonders schwerer Fall des Diebstahls zum Beispiel, wie wir gesehen hatten. Was ist das Allgemeine? Was ist die allgemeine Regel? Diese besondere Schwere, die Strafzumessung baut auf demselben Tatbestand auf. Hat aber dann auch keine eigene Tatbestandsqualität, wie das bei der Qualifikation bzw. bei der Privilegierung ist. Sie gibt letzten Endes einen milderen bzw. schärferen Strafrahmen vor. Meistens muss man sagen schärfer, aber es gibt auch ja, mildere Fälle, wie Sie dann sehen werden. Die Konsequenzen ist, dass die Strafzumessung, und das ist ganz wichtig, erst zu prüfen ist, ja, wenn man das Grunddelikt durchgeprüft hat, das heißt, man prüft die drei großen Punkte: Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld. Und danach erst, wenn man alles fertig hat, also wenn man den Grundtatbestand geprüft hat, dann erst
sozusagen bei der Strafe, beim Punkt Strafe oder Strafzumessung dann den besonders schweren Fall. Wichtig ist, nicht im Tatbestand prüfen. Ja, man nennt das auch Regelbeispielmethode und das hat natürlich ja, folgende Auswirkungen. Erstens kann natürlich trotz Bejahung eines Regelbeispiels ein besonders schwerer Fall verneint werden, sofern eine Gesamtwürdigung der Tatumstände und des Täters den Diebstahl, zum Beispiel Diebstahl, in einem so milden Licht erscheinen lässt, dass die Indizwirkung des Regelbeispiels entkräftet wird. Ja, also das ist wichtig. Da kann dann am Ende der Richter natürlich auch ja, zu anderen Entscheidungen kommen. Es ist kein Muss. Und zweitens kann trotz Verneinung eines Regelbeispiels ein sogenannter unbenannter besonders schwerer Fall vorliegen. Und der ist jetzt anhand des Diebstahls, wenn Sie da mal reinschauen, ja, geregelt in Anführungsstrichen in 243 Absatz 1 Satz 1. Der kann bejaht werden, wenn das gesamte Tatbild einschließlich aller subjektiven Momente und der Täterpersönlichkeit vom Durchschnitt der erfahrungsgemäß gewöhnlich vorkommenden Fälle in einem Maße abweicht, dass die Anwendung des Ausnahmestrafrahmens geboten ist. Ja, wie gesagt, deswegen nur beispielhafte Fälle, ja. Es ist weder zwingend noch abschließend aufgezählt und am Ende muss es der Richter entscheiden. Gleichwohl für die polizeiliche Sachbearbeitung, wenn man das sieht, diesen besonders schweren Fall, dass er vorliegen könnte, dann natürlich auch beanzeigen, logisch. Und am Ende muss es aber wie bei jedem anderen Delikt der Richter entscheiden, was dann am Ende für eine Strafe rauskommt, auch was für ein Delikt am Ende natürlich rauskommt. Das muss natürlich alles aufgeklärt werden. Ja, für uns erstmal nur wichtig für den Prüfungsaufbau, dass wir das nicht irgendwie im Tatbestand prüfen, sondern erstmal das ganz normale Grunddelikt prüfen und danach nach der Schuld einen weiteren Gliederungspunkt aufmachen und dann da die Strafzumessung reinprüfen. Ja, hier mal ein paar Beispiele für diese besonders schweren Fälle, aber auch diese minder schweren Fälle. Schauen Sie sich bitte auch mal den Raub an. Da ist im 249 Absatz 2 dieser minder schwere Fall drin. Im Totschlag ist auch ein besonders schwerer Fall drin im Absatz 2. Und auch beim Betrug, auch bei der Urkundenfälschung, auch wichtige Delikte für die Bundespolizei, da gibt es hier besonders schwere Fälle. Ja, sind entweder wie beim Diebstahl in einem weiteren Tatbestand mit drin oder im Grundtatbestand mit drin. Das sieht man jetzt beim Raub schön. 249 Absatz 1 ist der Grundtatbestand des Raubes und dann sieht man im Absatz 2 dann den minder schweren Fall. Links sehen Sie jetzt die Folie von gerade eben und rechts schauen wir uns mal das Aufbauschema an. Das ist jetzt hier der 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6. Nur mal als Beispiel, dass man es sieht. Man prüft also jetzt erstmal ganz normal den Grundtatbestand und dieser Punkt A ist natürlich sehr lang beim Diebstahl, das wissen Sie. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht zum Diebstahl. Man prüft also die drei großen Punkte TRS. Natürlich werde ich immer mal gefragt, ob man da auch die Handlung prüfen muss. Na, die Handlung prüfe ich nur, wenn da wirklich Probleme irgendwo sind. Aber ansonsten habe ich drei große Punkte, die ich abarbeiten muss, mit dem Schwerpunkt natürlich im Tatbestand. Und erst danach, ja, und deswegen ist es ganz wichtig, erst danach die Strafzumessung, und da sehen Sie jetzt, da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das muss natürlich B heißen, Strafzumessung, beziehungsweise man kann es auch unter A lassen. Dann weiß man, okay, das gehört zusammen. Das ist eine komplette Strafbarkeitsprüfung und danach eben Strafe oder Strafzumessung als Überschrift, also nach der Schuld und dann die besonders schweren Fälle. Und da muss man natürlich auf die jeweiligen Regelbeispiele, die in Betracht kommen, eingehen. Ich habe jetzt hier nur mal den Bezug hergestellt zum älteren Mann, der vorher zusammengebrochen ist. Das könnte Hilflosigkeit sein, das muss ausgenutzt werden durch den Täter. Und da kann man von Merkmalen oder Voraussetzungen sprechen, die für dieses Regelbeispiel vorliegen müssen. So richtige Tatbestandsmerkmale sind es nicht. Gleichwohl, wenn Sie jetzt da lernen, auch mal sich vorbereiten auf Prüfungen, wenn Sie sich das als Tatbestandsmerkmal vielleicht merken können, ohne es dann in der Klausur auszusprechen, ja, das würde ich Ihnen raten. Auf jeden Fall zwei Voraussetzungen, die jetzt hier vorliegen müssen, je nachdem, was es für ein Regelbeispiel auch ist. Und dann muss auch
Vorsatz vorliegen. Da, auch da sagt man, naja, so richtiges Tatbestandsmerkmal ist es nicht. Man spricht da häufig auch von Quasi-Vorsatz, den man haben muss als Täter in Bezug auf diese Hilflosigkeit, in Bezug auf dieses Ausnutzen. Und deswegen sehen Sie hier Vorsatz 1516 analoge Anwendung StGB. Ja, gegebenenfalls muss man dann hier noch auf 243 Absatz 2 StGB eingehen und vielleicht muss man auch diesen Punkt ansprechen, den ich gerade hatte. Also gegebenenfalls entfällt sogar die Indizwirkung beim gegebenen Regelbeispiel. Wie gesagt, wenn die beiden Voraussetzungen vorliegen, dann ist sozusagen die Indizwirkung da, aber vielleicht entfällt sie. Da muss man sich vielleicht nochmal den Einzelfall anschauen. Da muss man sich auch nochmal anschauen, was waren die besonderen Motive des Täters. Vielleicht war er in einer Zwangslage und wusste sich nicht anders zu helfen. Auch das kann vorliegen. Das muss man sicherlich im Bereich der Polizei dann natürlich ermitteln und irgendwo auch geltend machen. Am Ende, wie gesagt, muss es dann der Richter entscheiden, ob er das sieht oder nicht. Ja, und das Letzte, was man vielleicht noch prüfen muss, Sie sehen, dass, römisch drittens bis fünftens immer gegebenenfalls, je nachdem, ob das im Fall auch zur Anwendung kommt, gegebenenfalls ein unbenannter, besonders schwerer Fall bei nicht gegebenen Regelbeispiel. Ja? Auch das eher die Ausnahme. Ich halte jetzt erstmal den römisch erstens und römisch zweitens Punkt als sehr, sehr wichtig, denn das ist das, was man bei jedem Regelbeispiel immer machen muss. Also die Voraussetzungen, man könnte fast sagen objektive Voraussetzungen und dann natürlich auch so die subjektive Seite des Täters, die analoge Vorsatzprüfung. Was nehmen Sie bitte mit aus diesem Aufbauschema? Sie prüfen den Grundtatbestand und nach dem Punkt Schuld, bevor Sie also, Sie können da ein Zwischenergebnis einpacken natürlich und können sagen, der Grundtatbestand liegt vor, das macht auf jeden Fall Sinn, ist hilfreich. Und danach am nächsten Punkt Strafzumessung, besonders schwere Fälle und dann alle diejenigen anprüfen, die relevant sind. Okay, soweit zum besonders schweren Fall, beziehungsweise allgemein zur Strafzumessung. Ja, die beinhaltet natürlich auch die minderschweren Fälle, auch da. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein 249 Absatz 2 prüfen müsste, ja, ein minder schwerer Fall beim Raub, wo vielleicht die Gewalteinwirkung nicht so heftig ist wie beim Normalfall abweichend, auch da würde man das dann so prüfen. Ja, schauen wir uns mal die Qualifikationen an, beziehungsweise die Privilegierung. Sie sehen es jetzt schon in der Überschrift, häufig spricht man von Qualifikation, aber auch die Privilegierung muss man vielleicht mit erwähnen, der Vollständigkeit halber sowieso. Und hier ist es so, dass bei der Qualifikation ein höherer Strafrahmen in Betracht kommt und bei der Privilegierung erstmal ein niedriger Strafrahmen. Aber das Besondere ist jetzt im Vergleich zur Strafzumessung in Bezug auf besonders oder minderschwere Fälle, dass die Qualifikation den Grundtatbestand verdrängt. Ja? Die Qualifikation ist insoweit spezieller. Und die Konsequenzen ist jetzt, dass die Rechtsfolge, das habe ich hier rot hervorgehoben, auf jeden Fall verbindlich ist. Ja? Also währenddessen haben Sie ja gesehen bei der Strafzumessung, beim besonders schweren Fall oder minderschweren Fall, da steht am Ende im Ermessen des Richters. Hier aber durch die Qualifikation oder durch die Privilegierung, wenn die Tatbestandsmerkmale gegeben sind, dann ist die Konsequenz, dass das anzuwenden ist. Ja? Also eine ganz andere Verbindlichkeit der Rechtsfolge. Und ja, dann habe ich noch erwähnt, dass das mit dem Grundtatbestand einer Tatbestandsprüfung gewürdigt wird. Da schauen wir uns aber dann das Schema nochmal genauer an. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sowas zu prüfen ist. Bei den Tötungsdelikten sehen Sie jetzt ganz unten rechts eine Privilegierung. Und zwar ist das die Tötung auf Verlangen 216 StGB. Das ist eine Privilegierung in Bezug auf den Totschlag. Schauen Sie sich da mal die Rechtsfolgen an. Ansonsten für uns im Bereich klassischer Delikte im bahnpolizeilichen Bereich, auch wo wir Zuständigkeiten haben, unter anderem, da
ist natürlich der Diebstahl der 244 extrem wichtig. Ja. Ich würde auch den Raub mit dazu nehmen, den 250 StGB beim Betrug, den 263 Absatz 5. Auch da sieht man im 263 selber, schauen sich das im Nachgang nochmal an. Da hat man je nach Absatz vielleicht mal diesen besonders schweren Fall, dann hast du aber auch wieder Qualifikationen drin. Bei der Körperverletzung natürlich auch extrem wichtig, der 224, auch den 226 würde ich nehmen, aber gerade auch 223, 224 hat eine sehr hohe Relevanz. Hinsichtlich des Aufbauschemas, ich habe mir jetzt mal den 244 Absatz 1 Nummer 1a Variante 1 angeschaut. Also das ist das, was in Bezug auf diesen Beispielsfall vielleicht in Betracht kommt. Mitführen einer oder bei sich führen einer Schusswaffe. Der Aufbau, das werden Sie sehen, wenn Sie das mal recherchieren, der prüfungstechnische Aufbau ist überhaupt nicht einheitlich. Es gibt aber mehrere mögliche Varianten, die gleichermaßen vertretbar sind, die auch zu gleichen Zielen oder zum gleichen richtigen Ergebnis führen können. Da bitte nicht verunsichern lassen. Mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es die Variante 1, die habe ich Ihnen hier mal gezeigt in Bezug auf diesen Fall. Römisch erstens, man prüft das Grunddelikt komplett. 242 Absatz 1, das heißt Tatbestand Rechtswidrigkeit Schuld, TRS-Prüfung. Und dann prüft man im Anschluss die Qualifikation komplett, also 244. TRS und kann dann insoweit natürlich, weil es sich ja beim 244 ja auch um das Grunddelikt handelt, es muss ja erfüllt sein. Ja, das ist ja die Gemeinsamkeit, die wir vorhin hatten. Da kann ich natürlich auf die Römisch-Erstens-Prüfung dann auch verweisen. Also Römisch-Erstens TRS und zweitens TRS, wobei ich im Tatbestand der Qualifikation dann auf den Grundtatbestand ja dann verweisen kann und dann weiterprüfen kann. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Variante ist eine Kombination aus beiden. Das heißt, man könnte zum Beispiel beim Tatbestand den Tatbestand einteilen in Tatbestand des Grunddeliktes 242 erstmal prüfen, dann Tatbestand der Qualifikation prüfen, 244 Absatz 1 Nummer 1a Variante 1 StGB. Und dann kann man eine gemeinsame Prüfung von Rechtswidrigkeit und Schuld machen, wäre auch möglich. Oder dritte Variante, das ist nicht unbedingt jetzt für den mittleren Dienst BPOL interessant, weil der mittlere Dienst ja gerade den Vorsatz ja, in der Schuld prüft, würde ich jetzt nicht empfehlen. Gleichwohl gibt es natürlich dann auch in der mittleren Dienstprüfung ja, die Absicht der rechtswidrigen Zueignung, die da auch geprüft wird. Also nur, dass Sie es mal gesehen haben, man kann erstmal, ja, es ist vielleicht eher für den GD interessant, man kann erstmal den objektiven Tatbestand Grunddelikt prüfen, objektiver Tatbestand Qualifikation, und dann teilt man das ein im gehobenen Dienst dann subjektiver Tatbestand und dann kann man hier subjektiven Tatbestand des Grunddeliktes prüfen. Und dann den subjektiven Tatbestand der Qualifikation. Nur, dass Sie es mal gesehen haben, diese Variante 3, danach würde dann die gemeinsame Prüfung von Rechtswidrigkeit und Schuld folgen. Ja, also ich würde dann eher, sagen wir mal, die erste Variante beziehungsweise auch die zweite Variante hier bevorzugen. In der zweiten Variante ist es letzten Endes auch so, dass man dann auch in der Paragraphenkette im Obersatz auch gleich das so schreibt, 242 1, 244 Absatz 1 Nummer 1a Variante 1 StGB und dann einfach diesen ganzen Tatbestand dann runterprüft. Ja. Okay. Ja, das war mein Video zu den ja, zur Abgrenzung dieser Regelbeispieltechnik und auf der einen Seite und zum anderen natürlich zu den Qualifikationen bzw. zu den Privilegierungen. Ich habe Ihnen die Gemeinsamkeit dargestellt, nämlich das Grunddelikt, und dann habe ich auch gesagt, wo sind die Unterschiede? Die Qualifikation bzw. die Privilegierung verdrängt den Grundtatbestand am Ende des Tages. Und der besonders schwere Fall, naja, er wird geprüft nach der Schuld, ja, nach der Schuld nach dem Grunddelikt direkt nochmal einen Prüfungspunkt mehr. Und das ist sozusagen der prüfungstechnische, ja, Unterschied, den man sich auf jeden Fall merken soll. Ja, ansonsten bin ich für heute fertig. Ich hoffe, dass es Ihnen das ein bisschen weiterhilft, dieses Video. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video.